Hallo, liebe Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Part Virus Survives The Legend of Zelda Link's Awakening. Eigentlich hätte ich dich mal die Anmoderation machen lassen können. Ich bin kein guter Moderator. Ach, du bist guter Moderator. Yuki ist wieder dabei, wie ihr hört. Und irgendwann denken sie, glaube ich, noch, dass ich ein Stammgast oder so bin hier bei... Vielleicht kommt das noch, Zelda. Weiß ich nicht. Wenn dir das Spaß macht, ich würde mich freuen, wenn ich jemanden hätte, der regelmäßig mal mitmacht. Also ich kann zum Beispiel bei Sam und Max zum Beispiel nicht groß machen, außer wenn ich irgendwo festhängen würde. Mhm. Weil Sam und Max ist nun mal sehr dialogreich. Mhm. Man könnte es auch so machen, dass du jedes Mal jemand anders dabei hast, dass du so ganz viele verschiedene Leute vorstellst oder ja, so. Das wäre mega cool, aber die meisten haben halt keinen Bock. Ach Mensch. Hier ist zum Beispiel ein Hiefer gedenkt, der hat zum Beispiel so gut wie keinen Nerv. Okay. Auch wenn ich ihn mega gern dabei hätte und damit schon so oft genervt habe. So, ich nehme das jetzt hier. So, da muss ich von oben. Jetzt kann ich die Eisdangos endlich schmelzen. Yeah. Was ist das für ein Geräusch? Ach, da weißt du, wo ich es machen muss. What the fuck? Das sind alles so Sachen, die so simpel sind, wo du, wenn du 5 oder 6 bist, nicht drauf. Ja, super. Drauf kommst. Und noch mehr Eisdangos. Ich bin falsch in den Gang gegangen. Kein schlechtes Gewissen dabei, sie auszupacken, wenn sie eh so schnell respawnen. Oh Mann. Andererseits sind Menschen ja auch so, dass es davon so viele gibt. Hast du da jetzt auch keine Skrupel, sie auszupacken? Es gibt zu wenig Videospiele, wo Menschen ausrotten. Außer wenn es Feinde sind. Ja, außer wenn es Feinde sind. Wenigstens ein ehrliches Statement. Ja, aber ich meine, es gibt relativ wenig Spiele, wo man ein richtiges Arsch. Aus gutem Gewissen aber auch. Vielleicht haben sie Angst, dass sonst die Leute nicht mehr zwischen Spiel und Realität unterscheiden können. Geht ja. Wird zumindest behauptet, was ich überhaupt nicht. Ich würde mir so einen Spaß haben. Ich weiß nicht, wo ich den Schlüssel herkriege. Kacke! Was? Release the Kacke! Nein. Release the Kraken! Ich kann dieses Wort nicht mehr ernst nehmen seit unserem Gespräch über heilig. Entschuldigung, das wollte ich nicht in das Wichtige. Nein. Ich werde es auch jetzt nicht weiter ausschmücken. Anderes Thema. Es gab da ein sehr lustiges Gespräch zwischen mir und Yuki, aber wir werden das nicht in einem YouTube-Video, weil das würde definitiv einen Bann kriegen und ich möchte keinen Strike riskieren. Weil es sowohl gegen Religion als auch... als auch nicht unbedingt für jedes Alter... Es hat verstörende Inhalte, einige davon. Hast du das gesehen? Ich hab den einmal mit dem Stab getroffen und der war tot. Opo. Teil der Macht brauchen wir nicht mehr, wir haben Feuerstab. Dann brauchst du keinen Teil der Macht mehr. Okay. Ja, wenn ich kein Schwert mehr brauche. ja, stimmt, du musst jetzt erstmal gleich den letzten Endboss, also den letzten regulären Dungeon Boss des Spiels sehen. Den letzten regulären Dungeon Boss des Spiels. Okay. Das ist so ein Lappen. Das doch! Nee, der ist wirklich kacke.
Ne, den hab ich schon vergessen. Ich hätte doch wieder das Ding mit dem hier. Rennt das gerade immer nur um die Lava umzu? Okay. Ja, okay. Das ist so ein Zwischenboss. Du musst den so gegen so jeden Zwischenboss. Aber du hast gewonnen. Ja, das ist ja nun auch. Ja. Die Zwischenboss okay. Sind selber eigentlich relativ einfach. Yay! Ich fass die Lava. Ich sag nichts mehr. Jetzt seh ich fast die Lava. Flatsch. Wenn man von der Lava spricht. Auf jeden Fall ist mir jetzt aufgefallen, dadurch, dass ich heute diese englische Pokémon-Folge gesehen habe. Auf Englisch sind die so viel lustiger als im Deutschen. Das wurde mir schon erzählt. Es ist trotzdem zu rosa. Und es ist mir aufgefallen, es gibt zu viele Folgen, in denen James freiwillig Kleider trägt. Naja, wenn er das gerne macht. Ich weiß nicht, der was dagegen hat. Aber da steht da wirklich so, dass er ein bisschen transsexuell ist. Vielleicht sollte man das gerade deshalb da mit einbauen, einfach damit Leute lernen, dass das eigentlich, ja, nichts Schlimmes ist. Dass es einfach ja, so ist halt. Dass es sehr hilfreich ist, den Antagonisten als Transvestiten darzustellen, weil das mir weniger dazu beiträgt, dass man denkt, dass alle Transsexuellen entweder irgendwie totale Loser sind, in dem Fall wie James. Moment, Transvestit und Transsexuell ist in dem Fall ein Unterschied. Ich habe mich versprochen, Entschuldigung. Okay, kein Problem. Bei James könnte es auch sein, dass er tatsächlich einfach ein Transvestit ist und kein Transsexueller. Naja, egal. Folge, die in Deutschland rauskam, wo James sogar Brüste hat. Da hat er so auch ja, da Brüste. Und zwar mehr als Misty. ja, stimmt. Misty hatte ja, glaube ich, irgendwie... War dann auch irgendwie niedergeschlagen deshalb, ja, oder? Ja, also es war auch so eine Fanservice-Folge, die, glaube ich, nur in Amerika, nur in Japan ausgestrahlt wurde. Das war halt so ein Fanservice-Ding. Ich kam nie außerhalb von Nippon. Außer vielleicht bei den Amis. Da gibt's noch diese Porygon-Folge. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wodurch die so viele Leute Epilepsie gekriegt haben. In Japan. Die kam nie außerhalb von Japan, weil da jede Menge Leute epileptische Anfälle bekommen haben. Also die schnelle Lichtfolge. Es gibt da schießt Team Rocket eine Rakete und es wird mit Donnershock oder so abgewehrt. Auf jeden Fall kommt daraufhin so eine schnelle Lichtfolge, dass mehrere Kinder epileptische Anfälle bekommen haben. Ja, aber das hat man doch mit den Lichtfolgen auch teilweise. Ja, aber in der Folge. Also normalerweise ist es nur, wenn man schon Epilepsie hat, oder? Nee. Und man kann es nicht dadurch kriegen, nee. Durch. Ne? Du kannst es nicht kriegen, natürlich, das ist eine Veranlagung, aber du kannst dein Gehirn trotzdem einer Überstrapazierung. Das war in dem Fall keine Epilepsie, sondern es war einfach eine Überstrapazierung des Gehirns. Ach so, okay. Und das hat halt zu Anfällen geführt. Das ist in dem Fall also keine Epilepsie, sondern es ist halt nur diese Anfälle durch die. Ja, Überbeanspruchung des Gehirns. Das Gehirn schaltet einfach ab dann. Weil es sonst überlastet ist und einfach ausfällt. Und also jetzt kommt der. Mr. Mann! Mir fällt gerade auf, wir sind noch. Niemals wirst du die Sirenen zum Spielen bringen. Niemals! Niemals! Okay. Ein Kürbis oder sowas? Ein brennender Kürbis. Warum bist du hergekommen ohne dich? Wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht aufwenden.
Du bist selbst nur ein Teil seines Traumes! Oh Gott, das ist anstrengend. Look at my heart. Ich möchte mal kurz festhalten, dass ich diesen Dungeon nicht einmal verreckt bin und mein Potion immer noch habe. Dadurch ist bewiesen, dass dieser Dungeon Kinder einfach ist und ich einfach nur zu dumm war, ihn richtig zu klären. Okay, weiter. Zu deinem Spruch fehlt übrigens eben noch was zu dem Look at my heart. Ja? Das, da hab ich nur irgendwie erwartet, my heart is amazing. Ich guck mal hier so mit dem Instrument, ob wir rumkommen. Cool. Oh. Du hast die Octopus-Trommel erhalten. Fetter Beat, das hörst du leider nicht. Das kannst du im Nachhinein ja. Ja. Wenn ich den hochlade. Jetzt verdamm ich dich, wenn du mir schon hilfst, meine Videos auch dazu, meine Videos anzusehen. Eieiei, das Ei ruft. Oh mein Gott. Das Ei ist am Wandern. Und das ruft dich. Ich hab kein Schwert ausgerüstet. So, und jetzt haben wir eigentlich schon so ziemlich alles im Spiel. Jetzt muss ich mir nur mal kurz nochmal den Dings angucken. Weißt du, die nächste Folge machst du jetzt auch noch mit. Wir machen jetzt noch eine Folge, weil dann bin ich fertig. Okay. Wenn ich mich nicht beim Endboss total blöd anstelle. Ich weiß, wir hatten eigentlich gesagt, wir machen nur noch die eine Folge, aber es wäre jetzt blöd, wenn wir jetzt die letzten paar Folgen dabei wissen und im Finale ich sag nur ohne dich. Das würde ich voll doof finden. Hey, das sind Totenkopffelsen oder sowas. Ja, aber. Sind das Felsen? Ja, das sind Felsen. Another! Keine Ruhe den Toten, another! Ja, Link schmecken, Eingeweide und sowas. Merkt man. Und gebratene Feen mit Dangos. Ja, ein Dango-Creme. Nom nom. Om nom nom nom. Link, der macht nom nom nom. Nom 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 nom. Na, nicht das Schande irgendwann uns verklagt, weil wir hier sein Lied spielen. Ich glaube, ich habe nicht vor kurzem gehört, ich glaube, das ist gar nicht von Charme. Also das Nom Nom Nom. Nicht? Das hat wohl jemand vorher schon mal gemacht. Okay, also dann nicht, dass uns der Besitzer verklagt, weil wir sein Lied spielen. Ich weiß nicht, wenn es von Charme ist, dann wäre es natürlich immer so geil, aber ich war so traurig jetzt. Wusstest du, ob das Panda gestorben ist? Nein, das wusste ich nicht. Panda ist tot, aber schon vor lange eigentlich. Da war ich voll gefrustet und konnte das Lied ja nicht lange nicht hören. Panda damals mein Lieblings-Miri von Charm war. Auf jeden Fall, dass man nicht weiß, um wen es geht gerade um Charm und so von Apple War Pictures, beziehungsweise um seinen tollen Channel Professor Kaboom. Ich werde ihn, wenn ich dran denke, in der Dingsen verlinken, werde ihn verlinken. So. Und ansonsten auf YouTube eingeben, Panda macht nom 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 nom. Ja, aber ich auch einen 10-Stunden-Remix. Ja. Ich habe ihn bis zum Ende gehört. Gut. Achso, jetzt bin ich gerade an der Bibliothek vorbeigelaufen. Das ist die ganze Bibliothek von der ganzen Insel. So. Ich glaube, das war dieses Buch. Achso, Album. Nutzung des Schildes war fortgeschritten. Nein. Das heißt, diese ganze Stadt hat 3 bis 4 Mal so viele Bücher wie ich. Wenn überhaupt. Ich habe jetzt. Ich hab jetzt nur die Anzahl der Bücherregale gezählt. Die Anzahl der Bücher in den Regalen selbst sind vermutlich weniger. So, das muss ich jetzt noch. Die dunklen Geheimnisse von Kokolin. Dieses Buch lesen. Wirklich. Jo. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Rechts. Hoch. Nee, links. Hoch. Rechts. Hoch. Links. Hoch. Rechts. Hoch. So. Ist das was du dir merken musst? Das ist, ja, ich hab's mir schon aufgeschrieben. Achso, okay. Das verstehe, wer will. Wir gehen jetzt noch zum Ei. Das klingt so dumm, ne? Wir gehen noch kurz zum Ei. Ich will mal kurz mit Maren reden. Ich will wissen, was sie mir jetzt sagt, kurz bevor ich jetzt. Das ist Maren. Maren! Du hast mir das Leben gerettet, Firo. Das werde ich nie vergessen. Ich habe mir beim Windfisch etwas für dich. Für uns gewünscht, ne?
Was? Das wird nicht verraten. Du hast dir gewünscht, dass du dich auslaufst und nur eine Erinnerung von mir wirst. Ja, es ist schön, wenn Leute ihr Schicksal wissen und trotzdem es nicht wahrhaben wollen. So, jetzt latschen wir noch zum Ei, dass wir das damit dann später, also ich, für den Fall, dass ich verlieren sollte, noch einen und noch für den zweiten Run vor Zeit habe. Wobei es könnte sein, dass ich verrecke, weil ich nicht mehr auf den Kopf genau habe, welche Instanz von Gegner ich glaube ich viel verletzen muss. Hm. Aber ich habe eigentlich alles dabei. Ich habe meinen Bogen, habe glaube ich volle Pfeile. Jo, nur das Küchen. Okay. Überziehen, wie klappt. Na, zum Glück kann ich ja Videos über 15 Minuten inzwischen hochladen. Ey, schon längst. Yay. Ich habe mir halt angesehen, 15 Minuten Parts, das ist so, glaube ich, so im Großen und Ganzen, was du am besten den Leuten zumutest. Von der Länge her auch. Weil ich merke selber, wenn ich irgendwo ein Video gucke, das eine Stunde lang ist, da verliert. Außer wenn es ein Anime ist zum Beispiel. Aber ein Let's Play Video über eine Stunde ist manchmal echt anstrengend. Oh, bestimmt. Ne, aber das Spiel ist sehr empfehlenswert. Vor allen Dingen, das Tolle ist, du kannst das Spiel inzwischen, wenn du eine Wii oder sowas hast, im Nintendo Store kaufen. Das kostet 2,99 oder so. Steht auf jeden Fall in meiner Beschreibung drin. Ich habe nämlich extra gegoogelt gehabt. Okay. Also du kannst das Spiel für 3 Euro oder so auf deinen DS oder auf deine PS. Nee, du liegst PlayStation. Irgendwas Nintendo. Achso. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier an dieser Stelle, weil sonst vielleicht kommt noch ein epischer Eulen-Zitat. Das möchte ich ungern verpassen. Okay, dann erstmal danke an Yoki. Danke, dass du mir wieder mal geholfen hast. Jupp, kein Problem. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich meine dich, der sich das gerade anschaut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es immer Spaß gemacht. Yoki auch? Ja. Ja, gut. Ja. Wunderbar. Ja, dann haut da rein, lasst euch nicht ärgern. Und ich, beziehungsweise wir, sind raus.